bot er ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahin scheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Alter ihr, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassin, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum neuen Assassin's Creed Part. Also, ja, leider nur zu 50% synchronisiert, weil ich vorhin nicht alle Gegner da töten wollte. Ich hab das vergessen, dass das zur vollen Synchronisation vorausgesetzt wird. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ich wollte euch ein bisschen mehr zeigen, als ich mich da jetzt die ganze Zeit durch die Gegend zu kämpfen. Ah, oh, weiter geht's. Enthalten Sie also Erinnerungen, diese Schlüssel. Diese alten Siegel. Na, wo ist unser Kumpel Yusuf? Was will Alter ihr uns sagen, frag ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Das ist eine gute Frage und ich hoffe, wir werden dem demnächst noch auf die Schliche gehen. Jetzt erstmal, was ist unsere Quest? Wo sollen wir als nächstes hin? Karte, zeig dich oder zeig es mir. Gut. Ist hier auch das Ziel? Ach, keine Ahnung. Ich guck einfach. Entweder das Ziel ist jetzt hier oder eben nicht. Hier scheint es definitiv nicht zu sein. Dann gehen wir doch einfach mal wieder raus. Aus unserem kleinen Lager, wenn man das so nennen möchte. Wobei, wie ich hier rauskomme, weiß ich auch schon fast gar nicht mehr. Oh, was ist das denn? Ach so, ja gut, das sind einfach nur Bombensachen. Ist noch nicht so relevant. Und ich würde jetzt gerne rauskommen. Ach, hier oben, Mensch. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Treten wir mal hinaus. Und gehen jetzt zu unserem neuen Ziel. Ich hoffe, letztendlich nicht wieder irgendeine Basis von uns angegriffen oder sonst irgendetwas. Wobei die eine ja immer noch dabei ist. So. Komm, zack. Und nochmal. Nicht? Dann lass es. Nimmt dir auch keiner übel. Weiter geht's. So, hier links werde ich jetzt aber definitiv hochgehen. Ja gut, aber der Haken ist schon wirklich ein sehr, sehr nützliches Hilfsmittel, wenn man sieht, wie viel schneller er sich hier jetzt fortbewegt. Das muss man ihm schon lassen. Glück gehabt. Und nun sind wir hier schon wieder im Wasser. Wie alt so oft. Und wieder mal müssen wir die Seite hier überqueren. Ey, komm, hättest du ruhig runterhüpfen können. So, was willst du denn? Aber das ist gar nicht unsere Quest. Hier ist unsere Quest. Oder? Der Wächter Teil 2. Einer ihrer Assassinen hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Es ist Zeit, sich um diesen Verräter zu kümmern. Volle Synchronisation, bei der Suche nach den Gefangenen nicht entdeckt werden. Das ist doch mal schön wieder assassinmäßig. Ist er unser Ziel? Ups! Ah, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht! Boah, guck da noch! Ach,
reden. Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mate. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Tempel haben. Okay. Wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Oh Gott, tut mir leid. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, die gefangenen Assassinen finden und befreien. Sollte möglich sein. Ich glaube, das ist schon wieder gar nicht so gut, dass ich mich hier so rumtummel und nicht auf den Dächern. Aber mal sehen. Ich laufe jetzt einfach erstmal durch die Gegend. Ich will hier erstmal bloß in die Nähe kommen, das wird mir dann fürs Erste reichen. Ist denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Scheinbar nicht. Auch wenn ich mich mit den Gesetzen nicht auskenne. So. Hier sind jetzt die ersten Gegner. So, wo ist er denn? Sind hier irgendwo jetzt Gegner? Nein. Unser Freund und Kollege ist irgendwo hier unten. Oder wie oder wo oder was? Weil viel höher kann er ja nicht sein. Ja, ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt gerade niemanden. Laufen wir mal zum anderen. Uah. So, Assassinen, kümmert euch da mal drum. Und damit soll die volle Synchronisation gleich schon gescheitert sein. Es sei denn, das Glück ist hier jetzt noch kurz weiter auf meiner Seite. Unter die werde ich mich doch kurz mischen. Oh Gott. Anheuern. Hier lang, hier lang. So, ich hoffe, dass das so auch klappt. Sonst wäre es natürlich sehr, sehr schade. Weil alleine wäre es wahrscheinlich wieder in die Hose gegangen. Also, Hilfsmittel, warum nicht? So, was erzählt er mir? Hey, was macht er? Er schubst sie. Hör auf. Hä? Was macht er denn? Was ist seine Aufgabe? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hä? Na gut. Wandern wir jetzt nochmal zum anderen. Ja, wer ist das denn jetzt? Wenn das jetzt geschlossener Brunnen. Wenn das jetzt wirklich. Oh. Oh Gott. Der Typ war, der hier. Den ich befreien sollte oder sonst was. Dann bin ich ein bisschen. Angepieselt. Weil das dann doch ziemlicher Mist geworden wäre. Also was steht hier denn jetzt? Wahrscheinlich die Synchronisation eh schon gescheitert. Nicht entdeckt werden. Wurde ich bislang entdeckt? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja, aber scheinbar auch nicht. Ist immer gar nicht so einfach festzustellen. So. Und einmal mit dem Reden. Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich, um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Ach Quatsch. Ist er auf dem Weg dorthin? Das könnte unserem. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Ach, einfach erstmal wieder laufen. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Und ich weiß nicht, was mit der anderen Person passiert ist. Ist sie jetzt gestorben? Weil da konnte ich ja nichts tun. Ich wollte mit ihm reden, aber er wollte es nicht. Nicht, dass mir das denn hier.
wieder böse angehängt wird. Komm, hüpf. Ich glaube, teils ist es, glaube ich, echt langsamer, über die ganzen Dächer zu laufen, als wenn man einfach nur die ganze Zeit den Weg entlang läuft. Aber natürlich nicht so spektakulär und nicht so cool. Oh. Und von daher muss ich hier jetzt, glaube ich, rein. Dich werde ich einmal noch öffnen. Plünder, was das Zeug hält. Habe ich keine Heildinger mehr? Ach doch, hier ist das jetzt auf der anderen Seite gewesen. 134 Meter bin ich noch vom Ziel entfernt. So, kommen der Sache jetzt langsam näher. Hier nochmal kurz hoch. Fortlaufen. Los, rüber, Mensch. Komm, hopp. Oh. Jetzt rechts hier von mir ist es. Mal gucken, was hier jetzt bei rauskommt. Ihr Checkpoint seid ein pfiffiger Soldat, Ezio. Aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Klar. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dich umbringen? Ich folge euch über die Dächer. Ihr lauft doch. Warum läuft er jetzt nicht? Jetzt, ey, wehl, der kommt jetzt hier wieder desynchronisiert. Alter Falter. Hallo, hallo, ich bin noch auf dem Weg, Mensch. Oh. Ja, es ging doch fix. Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachei einmarschierten und der Assassine nichts unternahm, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Ja. Friede sei mit euch. Gut. Die Frage war jetzt natürlich nicht schlecht. Aber das wird sich wie immer hoffentlich alles weiter herausstellen. Jetzt höre ich Wasserplätscher. Was ist hier jetzt passiert? Es hängt. Und hängt. Und hängt. So, und hängt nicht mehr. Oh nein, jetzt habe ich hier schon wieder... So, pass auf. Habe ich die Mission jetzt geschafft? Oder worum geht es hier jetzt? Etc. 100% synchronisiert. Sehr schön. Das tat doch mal wieder gut, dass das uns mal wieder geglückt ist. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 3 beendet. Oh. Jetzt passiert hier aber alles Schlag auf Schlag. Claudia, ich bin nun im Besitz eines der Masyaf-Schlüssel. Und besser noch, ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Okay, das wird dann wahrscheinlich jetzt unser nächstes Ziel sein. Ein Freund im oder am osmanischen Tor zu erlangen. Aber das werden wir jetzt nicht mehr sehen. Ich finde, die Parts sind relativ gut gelaufen, besser als zumindest die letzten. Und somit sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Assassin's Creed und Alter Ihr werden... Rocken. Bis zum nächsten Mal.